Willkommen zum Tagessegen. Im Matthäusevangelium heißt es im 11. Kapitel: Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Tja, wenn man das Kreuz sieht, das so leicht war, und ob das, was Jesus von uns will, ob das immer so leicht geht. Darum sollen wir ja auch sein Joch auf uns nehmen und nicht das, was wir daraus gemacht haben. Nicht, dass wir uns alles Mögliche überlegen, was wir alles tun müssen, damit er mit uns zufrieden ist, und dann schließen sich die Augen und dann fallen uns alle Vorschriften ein, die wir je mal gehört haben, und dann natürlich werden wir klein. Dann sagt Jesus: Hey, mach mal die Augen auf. Du sollst mein Joch nehmen. Und mein Joch heißt eigentlich, dass ich mit dem Vater verbunden bin, mit seinem Vertrauen unterwegs bin, mit seiner liebenden Anziehungskraft unterwegs bin, dass die Schwerkraft des Vertrauens, das der Vater zu mir hat, dass ihr diese Schwerkraft des Vertrauens auf euch nehmt. Und dann wird es euch leicht werden, weil in allem, was geschieht, spürt ihr, Gott zieht mich an sich. Gott will mich bei sich haben. Es segne sie der gütige Gott in ihrem ganzen Tragen, der Dreifaltige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.